Hallo und herzlich willkommen hier. Zurück zu Anno 1800. Was wird wo angegriffen? Hier. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Ja, willkommen zurück. Ja, im neuen Jahr 2021. Wir sind wieder da. Anno ist auch wieder da. Logisch. Wir sind ja hier noch lange nicht fertig mit unserem Widersacher. Ach, der greift an. Moment, das können wir aber verhindern, oder? Waffenstillstand. Leicht erhöht. Ihr Hafen wird angegriffen. Guck mal, ob der das eingeht. Ich hoffe, Sie gehen damit. Ah, 2000, das ist ja nix. Gut, mit dem haben wir also erstmal wieder soweit Frieden, beziehungsweise zumindest eine Waffenruhe erwirkt. Ich würde meinen, du wärst gar kein Royalist. Welcher Hafen war das? Auch hier von dem. Alles klar, alles gut. Easy peasy. Dann hatten wir in der letzten Folge, soweit ich weiß, hier Inselrechte zurückgekauft und natürlich Krieg. Wir sind im Krieg mit unserem lieben Freund. Ja, mit unserem lieben Freund. Wir haben hier unsere Flotte. Relativ groß, möchte man meinen. Aber da kommen auch noch welche. Wir haben natürlich das Riesenproblem, dass hier auch einiges an Abwehr vorhanden ist. Unter anderem eine dicke Bertha. Ja, und das Problem hier hinten ist noch eine dicke Bertha. Aber es wäre natürlich schon geil, wenn wir seine Hauptinsel wegwämsen könnten. Achtung, Admiral anwesend. Ich weiß halt nicht, ob die Durchschlagskraft hier gegeben ist. Ob wir genug haben. Wenn die beiden jetzt auch noch dabei sind, wie sieht's dann aus, Freunde? Sind wir noch Schiffe am Bauen? Ja, zwei kommen noch, theoretisch. Bilanz leicht negativ, aber wir haben momentan halt auch viel Schusskraft. Da. Was haben wir hier? Eine Fregatte. Warum wird die nicht angegriffen? Dreht sie ab. Boah, die hat aber richtig einen abgekriegt. Flotte geht auf Fahrt. Und schön. Großes Handwerk zur Unkennbarkeit entstellt. So, ja. Es ist natürlich die Frage, ob wir einfach drauf oder was machen. Soll ich vorher speichern? Eigentlich bin ich ja kein Typ, der dann wieder lädt. Entweder machen wir das jetzt. Ja, wir machen das jetzt. Was, wie viel haben wir? Einige. Muss doch reichen, oder? Bisschen Micromanagement, Leute, kriegen wir das doch hin. Auf die dicke Bär da jetzt. Auf die dicke Bär da. In die Takelage. Ah, der kriegt schon einen drauf. Jetzt einfach nur auf meine Schippe. Scheiße, das ist schon ordentlich Damage, der hier reingeflogen kommt. Ah, eins ist tot. Hier ist, glaube ich, auch schon eins. Dicke Bärda ist aber tot. Gar nichts, wie das zurückziehen. Die sind so lahm einfach, dass wenn die einmal angegriffen werden, sind sie eigentlich schon tot. Das nervt. Keine Ahnung, wie viele Schiffe jetzt hier schon draufgegangen sind. Aber mal also mindestens 1, 2, 3 würde ich jetzt mal schätzen. Mindestens. Eher 4, 5. Wie ist das denn jetzt gestorben? Oh, da waren welche. Und ihr seht, wir kriegen die halt nicht durch allein diesen Angriff hier.
diese Insel. Also Verteidigungsanlagen sind auf jeden Fall jetzt erstmal down. Also Damage kriegen wir jetzt erstmal nicht mehr. Bau da noch ein Kanonenboot. Los. Ja, das war nicht unser Schiff hier, aber... Es ist knapp, aber das reicht nicht. Inselmoral 40%. Keine Ahnung. Es mangelt an Arbeitskraft. Wir müssen zu dem anderen Hafen. Aber hier hilft ja nichts. Und die werden schon früh schießen, ehe wir schießen können. Und das Problem ist, hier ist auch noch ein Hafen, der uns direkt attackieren wird. Schiff vom Stapel gelaufen. Formation einnehmen. Egal, wir hauen jetzt drauf. Ist mir egal. Wer hier eigentlich? Oh Gott, der kriegt hier von der dicken Bärde aufs Maul. Der doof. Was hat die für eine Range? Wo ist sie? Da. Sieht man das? Sehe ich nicht. Sehe es nicht. Ein Schiff wurde zerstört. Stillgestanden. Herr Admiral. Schiff unter Beschuss. Jetzt fahrt halt, Mann! Das ist so dumm. Schnell dran vorbei! Gott. Wo sind die hin? Gerade gebaut habe. Hier, wohin fahren die denn? Fahrt weiter, ihr müsst Platz für den Rest hinter euch machen. Das Schiff wurde zerstört. Es sind halt jetzt richtiges Kanonenfutter hier. Ein Schiff wurde zerstört. Boah. Die Bärder, auf die Bärder! Ja, sehr gut, die ist schon mal down. Aber wir haben auch nicht mehr so viel. Das sollte doch reichen, oder? Ein Schiff wurde zerstört. Hier ist zum Glück nichts weiter aufgebaut wieder. Ja! Okay, jetzt keinen Missklick. Insel erobern. Bam. Gasparovs Hauptinsel. Weg. Sauber, Leute. Und die kommen jetzt hier hinten rum. Und gehen sie erstmal reparieren. Hauptinsel von Gasparov, Leute, ist Geschichte. Großer Sieg, ganz großer Sieg hier. Was haben wir jetzt hier? Archibald bietet die Zerstörungsaufgabe. Nee, jetzt nicht. Im Krieg. So, Leute, das war was. Okay, also es ist einiges an Schiffen dabei draufgegangen. Ich würde sagen, ja, schon mehr als die Hälfte knapp, oder? Das. Aber das war ein riesiger Schlag für Gasparov. Wir können ja mal hier gerade in der Diplomatie gucken, wie es mit dem aussieht. Oh ja, Wirtschaft haben wir ihn überholt. Wir haben ihn in der Wirtschaft überholt und im Krieg. Gut. Die Belagerung endet. Ach so, ja, hier hatte ich auch angegriffen. Aber das ist mir jetzt egal. Die kleine Scheißinsel kann er erstmal haben. Er hat halt jetzt ein Riesenproblem, ne?
Weiß jetzt nicht, was er sich da als neue Hauptinsel nehmen wird. Er kann halt noch dicke Berthas bauen. Er hat, glaube ich, an jeder Insel, glaube ich, ja, überall eine dicke Bertha. Aber nicht überall zwei Häfen. Also das heißt, es wird nicht viel schlimmer, was... Also ich glaube, das war schon das Heftigste, was uns jetzt hier erstmal ereilt. Also wir müssen jetzt erstmal unsere Flotte stärken. Nochmal, damit wir da auch auf sicherer Seite sind. Und dann ist es vorbei mit ihm. Dann ist es langsam auch vorbei mit ihm, oder? Wie sieht es eigentlich im Cap Trelawney aus? Da hat er die Hauptinsel hier, ne? Aber da hat er nichts. Da hat er nichts. Aber er hat viele Inseln hier. Eigentlich alle. Jetzt sag mir nicht, dass da überall ein dicke Bertha da ist. Nee. Aber hier müssen wir auch relativ schnell dann hin. Weil das sehe ich nicht ein, dass der da... sich hier dann dick macht beim Cap Trelawney. Müssen den schon klein halten. Unsere Routen, Kaffee und so, die laufen aber wieder, ne? Kaffee. Ja, Kaffee läuft. Kautschuk läuft. Rum läuft. Läuft alles, ne? Das ist gut. Weil das ist natürlich wichtig. Aber unsere Bilanz ist auch relativ positiv. Das heißt, da sind wir auch erstmal auf der sicheren Seite. Wie sieht es denn überhaupt aus? Haben die alles, was sie soweit wollen? Dieser Ort offenbart. Da, hier, Strom und so habe ich noch nicht gemacht. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Du bittersüße Melodie. Schwingt die Fahne der Freiheit. Gut. Ja, perfekt. Okay. Hauptinsel. Haben wir jetzt, theoretisch. Natürlich gehört die jetzt uns. Was haben wir denn hier drauf? Wir haben hier sogar Öl. Hier haben wir Öl. Das ist nicht schlecht. Wir brauchen mehr Öl für die Insel hier. Weil wir mit dem Öl nicht auskommen, um hier die Bahnstation da noch zu beölen. Weiß gar nicht mehr, wie die Mechanik jetzt war. Warum geht das nicht? Wir haben hier einen Zug. Der fährt halt immer da rein, beziehungsweise hier rein. Dann habe ich hier zwei Kraftwerke. Hatte das einen Sinn? Was hatte das für einen Sinn? Hat mir damit getestet, ob der... Vielleicht dürstet es sie nach etwas eleganter. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Weiß nicht genau, was hier abgeht. Was ich hier mit vorhatte. Ich glaube, damit habe ich doch getestet, ob der zweite Zug dahin fährt, oder? Weil verbunden ist es ja. Hier. Was heißt das? Fehlende Waren, ja. Verbunden ist er aber. Und das wird nicht gemacht, weil nicht genug Öl da ist. Ja, hier ist nichts an Öl. Was ist, wenn ich das upgrade? Liefert zusätzliche Züge. Ah. Und den Lagerplatz. Ja, aber wir haben zu wenig Öl. Also die zusätzlichen Züge sind ja schön und gut, aber kein Öl. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann hier ein Viereröl. Ne? Wir haben hier ein Sechseröl, Viereröl. Ansonsten hatten wir, glaube ich, keine weitere Insel hier. Doch, hier ist noch ein Viereröl. Wo denn? Da. Ja, hier ist noch ein Viereröl. Wir brauchen dann letztlich mehr Öltanker. Besetzt die Station. Um ja, weiteres Öl zu produzieren, damit wir hier... Da kriegen wir natürlich dann nochmal einen Schub, was das Geld angeht. Was haben wir hier? Anderes verdient dieses Meisterwerk. Ein Geschenk. Was ist das Geschenk? Das hier? Ah ne, holen Sie das Geschenk ab. Ja, wo? Oh, süße Fantasie. Bronzeschwert. Gesegnet seist du. Okay, danke. Was soll ich damit? Weiß man nicht. Ist auch wurscht. Leute, was machen die eigentlich hier? Die sollen jetzt dahin fahren, Mann. Hat nicht so ganz geklappt mit den Wegpunkten, wa? Ah, toll. Toll, toll, toll.
Knolleschoten haben wir. ja. Hat halt wirklich überall eine dicke Bertha hier in dieser Inselregion. Überall, egal welche Insel. Und jetzt mal ganz ehrlich, er ist da noch nicht down. Ne? Da ist er noch weit von entfernt. Ich meine, der hat noch große Inseln. Hier baut er jetzt sogar eine Werft. Ich weiß nicht, was er jetzt als neue Hauptinsel benutzt. Mir fast aus nach der hier, weil hier halt ein relativ großes Dorf drauf ist. Na gut, wie gesagt, wir werden uns jetzt rehabilitieren und weiter angreifen. Das ist jetzt der Hauptplan. Kanonen, okay. Werden gebaut. Ja, soll ich jetzt nebenbei noch hier noch Öl abbauen? Da muss ich. Ich brauche sowieso mal ein neues Flaggschiff. Flaggschiff, habt ihr eins? Jedes Schiff braucht ein festes Ruder. Ja, kaufen. Hä? Gib mir doch mal die Möglichkeit. Ach da. So. Okay, dann holen wir mal. Hier habe ich ja keine Baumaterialien, ne? Nee, nichts. Dann holen wir hier mal Baumaterialien hin und bauen da eine kleine Ölförderstation, oder? Hm. Natürlich die Frage, was brauche ich da an Infrastruktur? Wir brauchen den Ölhafen. Wir brauchen die Ölförderung. Wie viele Leute arbeiten denn da? Niemand? Moment. Also hier 100 normale Arbeiter. Hier niemand tatsächlich. Im Ölhafen niemand. Öllager brauchen wir nicht. Also 100 davon. Davon reicht ja eins, höchstwahrscheinlich. Kraftwerk ist drüben. Ja, das ist doch übersichtlich, ne? Aber was ist Baumaterialien? Nur eins pro Insel erlaubt. Ja, ist mir doch scheißegal, wir sind noch hier auf einer anderen Insel. Da müssen wir einiges hochkarren. Was gehen wir hin? Wo ist mein Flaggschiff jetzt hin? Da. Das ist halt blöd. Der hat eigentlich nur. Eigentlich ist das Flaggschiff dafür nicht die richtige Auswahl. Ich brauche eigentlich noch einen. Wobei, wir könnten auch mal gucken. Es mangelt an Arbeitskraft. Naja. Hiervon eins zu bauen. Frachtschiff. Der hat 6 Frachtplätze. Ich baue mal eins. Weil die sind auch vom Wind unabhängig. Das wird unser neues Flaggschiff. Das Frachtschiff wird das Flaggschiff. Weil der kann halt nicht schießen, das ist schon klar, aber ist egal. Wir schicken den mal hier hin gleich. So, dann machen wir jetzt erstmal mit dem. Holen wir erstmal die Grundzutaten. Holz. Ja gut, ich weiß nicht, wie viel Holz wir brauchen. Machen wir 100 Holz. Und ein paar Steine. Neue Befehle. Das werden wir wohl alles brauchen, oder? Ja, Holz brauchen wir, Steine brauchen wir, Ölhafen. Wir müssen ja auch kleine, also wir brauchen 100. Ne, wobei, wir brauchen, theoretisch muss ich jetzt hier überhaupt kein Dorf drauf bauen, weil wir haben hier 200 Arbeitskraft. Theoretisch muss ich ja sowieso nirgends ein Dorf drauf bauen, ich weiß. Weil wir ja diese Hafen haben, ne? Diese Häfen-Dings. Aber in der Theorie bräuchte ich jetzt auch ohne Häfen-Dings hier nichts bauen, ne? Stapel gelaufen. Das sind die neuen, da sind die neuen Kriegsschiffe vom Stapel. Schiff vom Stapel gelaufen. Die dümpeln hier rum. Ja, so schon fast repariert. Flotte erwartet Befehle. Geht mal in die Mitte. So, er fährt hier hin. Er hier wegen mir, wobei das wahrscheinlich auch bis dahin wieder voll ist. Egal, er fährt auch dahin. Leute. Wieder viel zu tun hier bei Arno. Ich bin froh, wieder zurück zu sein. Ich hab Bock. Ich werde jetzt noch ein paar Folgen aufnehmen. Warum geht gerade die
die Lanze, oder? Man weiß es nicht genau. Naja, es sind ja immer ein paar Schwankungen drin. Also ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier bei Anno 18.00. Ich würde mich drauf freuen. Nein, ich freue mich drauf. Und sage tschüss, macht es gut. Bis zum nächsten Mal, euer Brilli.